Für die Streifenhaarentnahme habe ich mich entschieden. Und wieso ich das gemacht habe, war, dass ich unzufrieden war mit meinem Haarausfall. Und dann habe ich mich eben erkundigt über Moser Medical, war sehr positiv und habe gesagt, ich wage es jetzt dann, diesen Schritt, und Gott sei Dank habe ich ihn gemacht und ich bereue ihn bis heute nicht. Ja, es ist einfach schöner, wenn man in den Spiegel schaut und man hat ein volleres Haar. Fühlt man sich einfach wohler, wenn man sagt, man hat wieder diese Haarpracht, die man gern hätte. Na, das erste Mal war es stressbedingt, das Ganze, wie der Haarausfall war, so kann ich es nur definieren. Und da war schon das Ergebnis sehr gut nach dem ersten Mal. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich möchte noch ein bisschen verdichten, das Ganze noch besser. Und dann habe ich mich entschieden, nach einigen Jahren das noch einmal zu machen. Und das Ergebnis jetzt dann ist einzigartig. Ich habe mich für mich selbst die Entscheidung getroffen, dass ich das unbedingt machen möchte. Also ich habe damit jetzt mit niemandem gesprochen, weil wenn es um mich geht, dann entscheide ich selber für mich. Na, jetzt bin ich schon in dem Alter, wo ich schon zu mir stehen kann und wo man einfach eine gerade Linie geht im Leben und man soll zu dem stehen, was man macht. Ja. Das war wirklich sehr professionell, sehr unkompliziert. Und ich war sehr, sehr zufrieden mit dem Umgang, auch wie der Arzt mit dem Patienten umgeht, also wie mit mir umgegangen ist. Und die ganzen Damen, die da mitgeholfen haben. Also man merkt, dass es ein sehr professionelles, eingespieltes Team ist. Also ich würde das jedem Mann empfehlen, der noch genug Haare hat und er merkt, dass er schütteres Haar bekommt und er hat hinten genug, dass man es rausnehmen kann am Hinterkopf, würde ich jedem Mann empfehlen, das zu tun. Wenn natürlich jetzt einer schon, sagen wir mal so viel Haarausfall hat, dass ihm die Glatze vielleicht sogar besser passt, dann würde ich ihm die Glatze empfehlen. Ja. Aber wenn jemand noch genug Haare hat, wo man das noch retten kann, das Ganze, dann würde ich das jedem Mann empfehlen.